Yo Leute, Crimex hier und in diesem Video habe ich mal wieder richtig geile Infos zu dem bevorstehenden Banküberfall DLC am Start. Und bevor es losgeht, muss ich erstmal sagen, dass diese Infos von dem amerikanischen Modder Nelix Mods rausgefunden wurden. Ich denke mal, der ein oder andere von euch dürfte von ihm schon mal etwas gehört haben, ein wirklich ziemlich bekannter Modder in der GTA 5 Szene. Und er hat, wie schon eben gesagt, diese Infos rausgefunden und es gibt wirklich kein DLC, das er noch nicht vorausgesagt hat. Und deswegen ist es wirklich eine ziemlich zuverlässige Quelle, aber man muss dazu halt sagen, dass es natürlich nicht von Rockstar Games bestätigt wurde und deswegen nicht zu 100% so kommen muss, aber wie schon eben gesagt, Nelix Mods ist wirklich ziemlich zuverlässig und deswegen können wir wirklich davon ausgehen, dass es in Zukunft so kommen wird. Und ja, wie schon am Anfang gesagt, diese Infos sind wirklich richtig geil, heißt dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit diesen Infos. Ich werde euch diesen Teil aus dem GTA 5 Coding einfach mal im Hintergrund einblenden. Das Ganze ist natürlich auf Englisch, aber ich werde versuchen, das so gut wie möglich für euch ins Deutsche zu übersetzen. Ja Leute, ich würde sagen, wir starten direkt einfach mal in der ersten Zeile und in der ersten Zeile steht Zed Avalanche ENV. Avalanche ist Englisch und heißt so viel wie Lawine, heißt es wird tatsächlich eine Lawine geben und darunter steht noch, dass diese Lawine an einem, ja, an einem bestimmten Ort auf der Karte dann eintreten wird und das wird während den Heist-Missionen sein. Heißt, es wird keine Lawine im normalen freien Online-Modus geben, sondern nur während diesen Heist-Missionen und das Ganze auch leider nur auf der Next-Gen, heißt auf der PS4 und Xbox One. Aber ich finde diese Sache trotzdem wirklich übelst geil, auch wenn man es nicht im freien Online-Modus hat, weil mich das Ganze einfach so ein bisschen an Battlefield 4 erinnert, an diese dynamischen Maps, wo zum Beispiel ein Hochhaus einstürzt und da hat man das dann eben mit diesen Lawinen, dass sich während einer Mission so die Karte verändert, finde ich wirklich extrem cool gemacht. Und mit so einer dynamischen Sache geht es auch im zweiten Punkt weiter und zwar steht dort Zed Tsunami ENV und das ist im Prinzip das gleiche, also dort wird auch wieder an einem bestimmten Punkt auf der Karte während der Heist-Mission eben ein Tsunami eintreten, auch wirklich extrem cool. Ich denke mal, das wird vielleicht bei dieser Mission sein, wo man eben diese Yacht klauen muss oder so, könnte ich mir vorstellen, weil das Ganze ja auf dem Ozean ist. Auf jeden Fall wird es auch noch ein Tsunami während diesen Banküberfall-Missionen geben. Im nächsten Punkt steht etwas von ES Lockdown Zone Applied. Und ja, Leute, da habe ich zunächst überlegt, was das sein könnte. Und da musste ich auch ein bisschen überlegen, was damit überhaupt gemeint ist. Und zwar sind damit, heftigere Polizeiangriffe gemeint, auch in den Banküberfällen. Und damit ist einfach gemeint, dass es einfach heftigere Straßenblockaden geben wird. Nicht, wie man es jetzt schon aus dem normalen freien Online-Modus kennt, dass wenn man zum Beispiel 3 Sterne oder sowas hat, dass dann ein paar Polizeiautos vor ihm stehen. Nein, Leute, richtig krass. Also da werden richtig viele Polizisten spawnen und euch einfach angreifen und einfach die Straßen übel zugemacht werden. Finde ich auch eine ziemlich coole Sache, wenn man da richtig fett gegen Polizisten kämpfen kann. Und das war im Prinzip dieser Punkt. Weiter geht es mit Apply Pegasus Emergency Contact. Heißt, es wird im Prinzip einen neuen Kontakt geben, also nicht komplett neu. Es wird weiterhin diesen Pegasus-Kontakt geben, aber bei Pegasus kann man dann eben noch weitere Fahrzeuge bestellen, und zwar solche Nutzfahrzeuge. Darunter zählen Polizeiautos, Krankenwagen, was weiß ich, Feuerwehrautos, also solche Sachen, die man eben normalerweise nicht bestellen kann, und diese wird man dann auch bei Pegasus bestellen können als Tarnfahrzeuge, damit man zum Beispiel in Ruhe zur Bank fahren kann in der Banküberfallmission und die Leute eben denken, es wäre nur ein Polizeiauto zum Beispiel, und so ein Polizeiauto, ein Feuerwehrauto oder eben solche Nutzfahrzeuge für eine Banküberfallmission kann man sich dann eben im Voraus bei dem Pegasus-Kontakt bestellen. Ist auf jeden Fall auch ziemlich cool. Im nächsten Punkt steht dann etwas von Z-Time Emergency Vehicle Ownership und dieser Punkt deutet darauf hin, dass es eben diese neuen Nutzfahrzeuge, die man dann bestellen kann, nicht nur während der Banküberfallmission geben wird, sondern auch im freien Online-Modus. Ja Leute, finde ich auf jeden Fall richtig geil. Ich meine, stellt euch mal vor, ihr könnt euch einfach ein Polizeiauto und sowas bestellen und finde ich auf jeden Fall auch eine ziemlich coole Sache. Im nächsten Punkt steht dann, oder ich werde jetzt besser gesagt die nächsten 2 Punkte direkt mal vortragen, weil es im Prinzip das gleiche ist. Bank CPM Render und ES Bahama Interactive Rendering. Rendern heißt so viel wie laden, also dass die Map geladen wird, dass Grafiken geladen werden und das bezieht sich jetzt auf die Banken und auf den Bahama Mamas Club, also den vielleicht der ein oder andere von euch schon aus diesem Glitch kennt, weil man sich ja jetzt in diesen reinglitchen konnte, und dieser Bahama Mamas wird dann auch mit diesem neuen Update eben in den freien Online-Modus kommen und man kann dann auch die Banken betreten, weil man diese Banken dann auch aus den Banküberfall-Missionen kennt und diese wird man dann auch im freien Online-Modus betreten können. Kommen wir zu dem letzten Job, ES Player GP Veteran, und das heißt einfach nur, dass es dann auch wieder bei den Banküberfällen wieder Choppoints geben wird, obwohl Choppoints einfach komplett unnötig, ja, ganz ehrlich Leute, also ihr könnt mir mal eure Meinung zu Choppoints in die Kommentare schreiben, ich finde es wirklich komplett unnötig, aber na gut, was will man machen, Choppoints wird es dann eben bei den Banküberfall-Missionen auch noch geben. Ich hoffe natürlich immer, dass euch diese Infos gefallen haben, ich fand es auf jeden Fall extrem cool, schreibt mir doch einfach mal eure Meinung zu dynamischen Maps in die Kommentare, ich denke mal, der ein oder andere von euch dürfte dynamische Maps schon aus COD oder Battlefield 4 kennen, und das geht GTA jetzt sowas auch einbauen will,
ja, finde ich persönlich wirklich ziemlich cool. Wie gesagt, eure Meinung dazu in die Kommentare. Und dann hoffe ich natürlich immer, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ihr es ist, dann prügelt jetzt immer auf den Like-Button ein für einen größeren Bizeps. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute, euer Crymax.